Was ist doch da unten? Und weiter geht's bei Metro Exodus. So eine steht auch in Novosibirsk. Okay. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Dann auf. Ich glaube nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Ja, mehr oder weniger. Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr für die Zeit, die noch bleibt. Diesen Typen da zu verbringen, der ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Steh auf, komm. Ich weiß nicht, was geht und gar nicht. Komm. Sind alle drin? Ja, mach die Tür auf zu kommen. Komm, komm, wir wollen weiter. Ich will jetzt nicht auf meine Munition ballern. Kann ich jetzt gerade nichts machen, ist gut so. Also was explodiert, auch was auch immer. Das hört sich nicht gut an. Alles einsteigen! Komm. Sam, es reicht, steig ein! Ich wollte nur den Gurt leeren, damit ich zurücktragen muss. Eine Metzelei, Alter. Komm, du Gas. Das meine ich gar nicht. Ich kann eine Mission mehr auf der Waffe. Ich muss nachher mal auf jeden Fall Dinge dringen. Oh, ich dachte, der, jetzt, der ist weg. Gut. Wenige Stunden später. Zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Können wir zurückgehen nach Moskau, ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh, und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen.
kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Könnte natürlich sein. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Archon, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Dann lass das Signalhorn hören. Verdorbenes Abendessen. Dann geht's los. Drei Monate unterwegs. Drei Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht, wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen, alte Bahnschwellen und Zweige. Joch. Dann geht's heute weiter. Es dauert jetzt wieder natürlich mit dem Laden. Weiter geht die Reise. Ich versuche immer, wie gesagt, die Viertelstunde bis 20 Minuten pro Folge einzuhalten. Die letzte Folge war ein bisschen was länger, aber naja, passiert manchmal. Wir sind einfach voll mittendrin, kein bisschen in diesem Kampf. Hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Frag mich mal gerade. Ein Auto! Was? Was machst du, Teufel? Atjan, ein Auto! Paul, da! Da ist meine Frau! Oh Gott, ich bin wieder Ärger. Egal, wo man herkommt. Definitiv nicht. Mir möchte das auch nicht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern denn hier? Stefan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du unter mir. Kundschaftet die Gegend aus.
Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Ich darf wieder, ne? Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Geht klar. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus. Aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Ich. Kreist, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Okay. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Wieso? Ich dachte, wir kommen hier raus. Ah, nehmen wir den Weg. Okay, los geht's. Ja, ich habe immer noch. Ich brauche Munition vor allem. Ach, ich hätte eigentlich Munition mal machen sollen. Das wollte ich eigentlich gemacht haben in dem Zug. Ich brauche vor allen Dingen erstmal die Möglichkeit, um die Station, die Werkbank zu kommen. Oder komme ich da jetzt nicht ran? Wie sieht das Gebäude aus, Idiot? Ja, viel Gebäude, aber ich brauche dringend mal die Möglichkeit. Geh mal weg. Ich brauche wohl die Munition. So, Medipack, Filter, Rettungsmaske, Pistolen, Patronen. Munition, erstmal komplett Munition voll machen gerade. Zack. Okay, wunderbar. Okay, weiter geht die Reise. So. Okay, dann müssen wir irgendwie da lang jetzt hoch oder hoch oder so, ne? Ah, was für eine Kacke. Richtigen Weg unterwegs. Ja, wir müssen aber ein bisschen weiter nach rechts da, ne? Und das Ding nimmt mehr viel Vorfahrt. So. Na gut. Oh, jetzt haben wir diese Fleischhäuser weg, diesen Elite-Gegner weg. Boah, Alter. Eine Gacke, wir sind hauptsächlich, wir sind hier mitten irgendwo, mitten im Nirgendwo. Darum ist es eigentlich richtig gesagt. Dann müssen wir hier noch ein Stück weiter durch. Das war meine Frage. Oh ja. Aber sieht ein bisschen komisch aus da mit dem. Sieht mal also aus, als wäre das irgendwie komplett. Wäre ein riesen Spiegel, der da irgendwie was spiegeln soll. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir auf den Tisch. Ich glaube, die Typen, die hatten irgendwas gegen Frauen, wenn ich mir das mal so angucke da. Richtig, ja, ein bisschen weiter nach rechts. Also müssen wir da müssen wir irgendwo hin. Scheinbar. Sie haben scheinbar wirklich was gegen Frauen. Oh, oh, Anna. War doch richtig.
fühle mich gerade ganz unwohl. Okay, die lassen uns. Schauen wir noch in Ruhe. Ich glaube, wir müssen. Boah, der ganze Stuhl. Das ist jetzt nicht so die gute Idee, hier rumzulungern. Da steht das Auto, ne? Mutanten, ich erinnere mich an die Viecher. Ist das tot? Weg von mir. Weg von mir. Jetzt? Rein damit, oder was? Nur die Frage ist, was erwartet uns dahinter? Wir sehen uns quasi dann im nächsten Part wieder bei Let's Play Mito Exodus und dann erfahren wir es hoffentlich.